Felix, erst 8 Jahre, aber wenn es um Seifenblasen geht, schon ein ganz großer. Das Schönste ist, dass die fliegen und so. Einfach schön. Vor allem von seinem Papa guckt sich der Grundschüler jede Menge Tricks ab. Kein Wunder, Seifenblasen sind hier nämlich echte Familientradition. Ich bin Seifenblasenkünstler und der ist quasi immer mit mir. Und sieht natürlich Seifenblasen schon von ganz klein immer mit, so wie Muttermilch quasi, genauso Seifenblasen hat er mit. Ne? In den letzten Tagen hat Felix mit seinen Seifenblasen besonders viel geübt. Denn heute haben der Zweitklässler und ich Großes vor. Einen Auftritt im Zirkus. Spannend. Wow! Hey! Hallo, hallo Felix, grüß dich. Oh, du hast nur eine Hand frei. Hallo. Wen hast du denn da mitgebracht? Die Lilo. Wer ist die Lilo? Eine Eule. Und die Lilo ist auch sowas wie dein Glücksbringer? Ja. Bist du aufgeregt? Ja. Sowas haben die hier noch nicht gesehen. So eine tolle Geschichte mit Seifenblasen, das sage ich dir. Ich bin ziemlich aufgeregt. Ziemlich aufgeregt sogar. Na, das schaffen wir. Wir bereiten uns doch gut vor. Mal gucken, wer alles schon da ist um die Zeit. Naja, genau genommen herrscht schon Hochbetrieb in der Manege. Und wir dürfen direkt auch mal reinschnuppern. Lektion 1, die Hunde. Sportlich sind sie schon mal. Nimm das Ring ganz gut fest mit zwei Händen. Und dann? So. Und dann, du musst artig rufen. Artig! Spring! Mach ich. Ungefähr so. Ja! Artig! Ab! Ach so, sie meinte den Hund. Allee, ab! Ich gebe zu, Felix, Allee, er ist ein... Ja? Er ist ein bisschen eleganter. Zur Belohnung gibt's natürlich ein Leckerchen. Jetzt bin ich dran. Ach so. Ach so. Ach Gott, Gott, Gott. Ups, schnell weiter zu den Akrobaten. Denn was wäre ein Zirkus ohne Luftnummer? Genau, kein richtiger Zirkus. Die Italiener Ambra und Ives warten schon auf uns. Felix, das können wir auch hier. Zeit für eine erste Mutprobe. So, Felix, es gibt eine Überraschung für dich. Na, bist du bereit? Na? Und die heißt Fliegen. Felix hebt ab. Da ist mir ja schon vom Zugucken schwindelig. Jetzt bist du dran. Jetzt bin ich dran? Da hoch? Ja. Viel Glück, Kai. Oh. Hey, ihr seid viel höher als mit Felix. Da hatte ich gedacht, der Kai, der macht dir hier gleich in die Hose. Oh. Super gemacht. Hast du Angst gehabt? Nee, ich meine um mich. Ja. Ja, du bist ein guter Freund. Aber jetzt höchste Zeit für unsere Proben. Nur noch 3 Stunden bis zur Show. Du bist der Chef, ne? Ich bin dein Helfer. Einfach mal Seifenblasen so pusten. Schließlich sind wir ja nicht zum Spaß hier. Oder doch? Oh, das geht irgendwie viel besser als bei mir früher. Das ist ja auch eine andere Mischung. Ach, auf die Mischung kommt es an. Mit Felix als Chef ist die Arbeit ein wirkliches Vergnügen. Volltreffer, danke Seifenblase. Schluss mit lustig, jetzt geht's los. Hinter den Kulissen, letzte Vorbereitung, ausverkauftes Haus, 1500 Zuschauer. Okay, Felix, bereit? Ja. Du schaffst es. Ja? Die Show ist in vollem Gang. Das Publikum bestens unterhalten. Und dann endlich sind wir dran. Meine Damen und Herren, begrüßen Sie mit einem ganz kräftigen, mit einem dolmenden Applaus den kleinen Felix und seinen großen Assistenten. Sehr gute Lauten gehabt, die haben ganz doll geklatscht und so. Da
Boah, das war ein gutes Gefühl. Felix rockt die Manege, bringt wirklich alle zum Staunen. Es klappt wie am Schnürchen. Spannung bis zur letzten Sekunde. Die Zuschauer sind begeistert. Respekt, Felix. Wirklich super gemacht. Und eins steht für das kleine Nachwuchstalent jetzt schon fest. Es war so bisher der schönste Tag in meinem Leben. Und bei meiner Hochzeit sage ich meiner Frau, das wird jetzt mein zweitschönster Tag. Wenn ihr noch mehr Lust habt auf Klein gegen Groß, dann klickt euch hier rein in die ARD-Mediathek in unser exklusives Klein gegen Groß-Spezial.